Hallo und herzlich willkommen zurück im Nerdzeitalter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr seht gerade die Endzüge des Abbauens, denn der Rainer hat gesehen, dass der Sven die Script-Mod anhat. Und die Script-Mod ermöglicht es uns gerade, diesen POI abzubauen, weil wir nicht so... Weil wir faul sind. Genau. Warte mal, wie ist denn mein Helm? Warum ist... Ach, ich habe gerade keinen Helm auf, weil... Dinge. Weil ich bin ja am Reparieren. Ja. Weil wir faul sind. Ja, genau. Weil wer hat schon Spaß, einen kompletten POI händisch abzubauen? Das machst du einmal, danach hast du eigentlich keinen Spaß mehr dran. Ja. So, hier haben wir noch einen schweren Anzug. Ja, und ich also hatte Script-Mod... Script-Mod ist von Aztecs oder wie das heißt. Das ist ein Modder in Empyreon, der so eine Mod gebaut hat, mit denen du halt wirklich Sachen skripten kannst. Du kannst auf LEDs anzeigen, was du in den Kisten drin hast. Du kannst alles Mögliche mit der Script-Mod machen. Unter anderem kannst du halt auch Raumschiffe oder im Singleplayer, beziehungsweise im Koop, was ja ein verkappter Singleplayer ist, hier auch POIs automatisiert abbauen. Und ich habe so eine, ich habe so ein Skript, das benutze ich auf den Multiplayer-Servern, wo die Script-Mod drauf ist. Das funktioniert beim POI nicht hundertprozentig so gut, wie man hier sieht. Es fallen immer noch Teile runter. Ja. Aber es ist immer noch besser als händisch abbauen. Mhm. Du plackst einen Kern rein, entweder in dein Schiff oder in dein POI. Wir haben jetzt gerade noch zwischen den Folgen herausgefunden, dass du den Kern beim POI auf dem untersten Layer einplacken solltest. Und dann musst du hergehen, ich zeige euch das einmal ganz kurz, drückst die P-Taste und ganz wichtig, du musst den POI oder auch das Schiff auf deine Fraktion stellen und dann findest du in Statistiken die ID des POIs und die ID mit einem Vorbuchstaben, je nachdem was du in deiner Script-Mod angegeben hast, S steht hier für Salvage, musst du den Kern umbenennen und dann erkennt das Skript, dass er das bitte abbauen soll. Wir haben das Skript hier. Das Skript besteht aus zwei LEDs. Ich weiß nicht, wer dieses Skript geschrieben hat. Ich habe das irgendwann in meiner Spielerzeit mal von irgendjemandem zugeschickt bekommen. Wer immer es war, vielen herzlichen Dank. Ist eine geile Sache. Und du brauchst eine Kiste, die du dann irgendwie benennst. Dass das Skript automatisch weiß, wo es das Zeug reinladen muss. Und du musst die LEDs, in denen das Skript läuft, entsprechend benennen. Die fangen immer mit Script-Doppelpunkt an für das ausführende Skript. In dem Fall Script-Doppelpunkt-Salvage. Und dann die LED, die das anzeigt, hier in dem Fall heißt dann nur Salvage. Und die zeigt dir hier an, was für Schiffe du in der Nähe hast, was für POIs du in der Nähe hast, die einen Kern haben, die zu dir gehören. Und die entsprechenden IDs, du kannst die IDs theoretisch auch hier schon rauskopieren. Da hast du verschiedene Varianten. Du kannst Dekonstrukt machen, das heißt, es wird gleich in Materialien verwandelt. Du kannst Salvage machen. Die Salvage-Variante geht her, nimmt alle Blöcke raus und lässt aber alle Blöcke mit Inhalten, also Kisten oder Alien-Container oder sowas stehen, die kannst du dann von Hand looten. Was die anderen Varianten nicht machen, was dann wiederum bedeutet, wenn du das nicht vorher gelootet hast, gehen sie dir verloren. Deswegen benutze ich die Salvage-Variante eigentlich am liebsten. Ja, soweit dazu. Das ist nur eine Kurzform. Wer das gucken will, Sven wird garantiert mal noch den Link und der Script-Mod in die Folgenbeschreibung machen, nehme ich mal an. Ne? Ja, ist glaube ich sogar schon. Weil ich benutze die ja schon tatsächlich für eine Anzeige. Richtig, genau. Im Cockpit hat er Anzeigen, wenn ich das richtig weiß. Was, im Cockpit? Nee, bei den Konstruktoren. Bei den Konstruktoren. Genau, hier. Ja, genau. Hier, genau. Wo bist du? Hier, ja, genau. Und da hat er hier Anzeigen, die eben zeigen, was drin ist in den einzelnen Containern, das ist so das Einfachste, was du machen kannst, anzeigen, was drin ist. Mhm. Ja. Es gibt noch Sortierskript. Ja? Da kannst du wirklich aus einem Container die Sachen raussortieren in andere Container, je nachdem, was es ist und so weiter. Also kannst du echt viel machen.
Ja, das Ding ist ziemlich mächtig. Auf Servern hat es halt ein kleines Problem. Es belastet ein bisschen das Server, deswegen machen das nicht alle Serverbetreiber gerne. So. Ja. Decon und Konstruktor Input. Und wenn man jetzt bei mir auf dem Bildschirm... Du bist noch bei mir oder bist du schon bei dir? Ich bin noch bei dir, genau. Ich bin gerade dabei, schon Dinge umzuladen. Ja, und dann sieht man hier, was in der Salvage-Kiste schon alles Mögliche drin ist. Tonnenweise natürlich animierte Betonblöcke und der ganze Krempelkram. Und wie gesagt, die einzelnen Kisten sind stehen geblieben. Mittlerweile sind sie weg. Mittlerweile ist alles abgebaut. Ich glaube, der POI ist komplett weg. Ist nur noch der Kern da. Den baue ich jetzt weg. Okay, perfekt. Bom. So, Kern noch aufgenommen. Und damit haben wir den POI komplett. Man sieht das hier ein bisschen schlecht, weil es gerade wieder mal nicht so hell ist. Es ist halt Empyreon. Ich mache euch mal kurz die... Nee, das bringt hier jetzt tatsächlich auch nichts. Habe ich ein Nachtsichtgerät oder was? Decon? Nee, hier sind wir schon richtig. Haben Quest. Wir irgendwo ein Nachtsichtgerät? Ja, guck mal, hier haben wir ein Nachtsichtgerät. Und das mal ins Inventar. Nachtsichtgerät ins Inventar. L drücken ist ein Scheißbild. Entschuldigung. Input. Ich weiß, warum ich mit denen nicht gerne spiele. Anyway. Haben wir das erledigt? So, und jetzt haben wir hier natürlich jede Menge Blöcke, die eigentlich in den Dekonstruktor geworfen werden müssen. Nee, müssen sie nicht. Du kannst die Blöcke jetzt direkt, also wenn sie zum Ding beitragen, kannst du die Blöcke direkt bei dir in die Fabrik reinschmeißen. Okay. Das heißt, entweder tust du in dein Inventar oder connectest dich da dran, wie du willst, und kippst die Blöcke, sofern sie was dazu beitragen, direkt in die Fabrik rein. Okay. Das weil ich glaube, jetzt langen Dinge. Das darfst du jetzt auch gerne mal auf dich schalten und darfst das auch gerne mal vormachen. Machen wir. So. Und zwar, jetzt gehen wir erstmal hier auf den Salvage-Container. Wir nehmen hier die Xeno-Stahlblöcke. Wir gehen auf Input. Dann haben wir hier 8841. Es könnte eng werden. Nee, obwohl, hier der Xeno-Stahlblock bringt ja 9 Xeno-Masse. Ja, ja, gucken wir gleich. So, bedeutet, wir fangen an. Suchen... Im Dekon ist auch noch ein bisschen Zeug drin, ne? Ja, ja, da habe ich auch gerade rumgemacht. So, zur Fabrik hinzufügen. So, und jetzt hauen wir hier erstmal die Blöcke rein und sehen, okay, das allein schon die 900, die 900 Blöcke sind schon übererfüllt. Okay, dann brauchen wir Titanstäbe. So, wo haben wir denn... Mal, ob Blöcke, und zwar, wie heißen sie? Nicht die gehärtete Stahlblöcke, ne? Gehärtete, richtig, genau. Gehärtete, da sind die Titan drin. Okay. Und die Kampf, wie heißt das? Ach, verdammt. Ich spiele zu wenig Empyreon im Moment. Gehärtete Stahlblöcke haben wir hier nochmal. Und die Gefechtsstahlblöcke. Gefechtsstahlblöcke, genau. Mhm. Und die Gefechtsstahlblöcke, da ist Satium drin. Gut, dann gehen wir hier rüber. Machen wir hier mal das hier und das hier. Und damit haben wir das auch schon übererfüllt. Jetzt fehlt uns Kohlenstoffsubstrat. Das ist gar nicht so schlimm, denn Kohlenstoffverbundblöcke haben wir auch. Ja, dann kipp die rein, genau. So, das hat aber tatsächlich gar nicht gereicht. Ja, dann mach noch andere Sachen rein. Kohlenstoffsubstrat findest du auch in vielen... anderen Blöcken. Probier einfach mal, was reingeht. Das wird ja auch zum Bauen von vielen anderen Sachen gebraucht. Ansonsten ist Kohlenstoffsubstrat herzustellen auch recht schnell passiert. Mhm. Wir haben alleine 12.000 Kohlenstoffsubstrat im Input. Mhm. Okay. Also, das ist nicht so schwer. Also, in den Armierten vielleicht? Nee. Nee. Die Armierte sind, glaube ich, Beton- und Stahlblöcke oder sowas. Dritten Stahl auch nicht. Oder war es Beton- und Titanplatten oder irgendwas in der Richtung? Ist im Dekon noch was drin? Da ist noch ein Kohlenstoff. Du hast doch da noch. Ja? Ja, du hast doch da noch anderes Zeug. Ja, ich guck doch.
Ich ja, gucke doch. Gib mir doch eine Sekunde, bitte, damit ich mich zurechtfinde. Damit ich ganz langsam mich hier mal zurechtfinde. So, elementares Pentaxid muss hier raus. Wir brauchen hier große optronische Brücke und wir brauchen große optronische Matrizen. So, die kann ich schon mal mitnehmen. In Graphit ist Kohlenstoff drin. Dann nehme ich das Graphit mit. So, jetzt gucken wir, ob das reicht. So. Graphit? Im Graphit ist kein Kohlenstoff drin. Graphit ist ein Rohstoff. Graphit ist Kohlenstoff. Graphit ja. ist halt literally einfach Kohlenstoff. Ja, aber in dem Spiel ist Graphit ein Rohstoff einfach. Ach so, na gut. Ich probiere mal. Nee, das macht er nicht. Tatsache. Ja. Gut, das veredelte ja. Pentaxid kommt hier schon mal rein. Jawohl. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall, machen wir uns mal, wir brauchen noch 7000 Kohlenstoffsubstrat. Da ist da noch vieles andere offen. Jetzt kipp doch mal diese ganzen Deko-Blöcke und weiß der Geil was, einfach mal rein. Okay. Du hast ja noch so viel Zeug, du hast da Aufzugblöcke, du hast weiß der Geier was alles da drin. Okay, machen wir das hier. Dann machen wir einfach mal den Dekon leer. Komm. Ja, machen wir einfach mal den. Genau, alles, was da an Blöcken, Kühlschrank kannst du rausnehmen, die kannst du rausnehmen, jawohl. So, das bleibt hier. Den ganzen Mist einfach mal raus und gucken, was reingeht. Das kannst du auch rausnehmen, die zwei. Das geht auch. Okay, das trägt halt nicht bei. Kühlschrank, Kraftfelder, Türen, Aufzug. So. Guckst du, was da alles reingeht? Der ne? nicht. Der auch nicht. Okay, armierte Stahlblöcke gehen nicht. Die Treppen aus Stahl gehen auch nicht. Ja, Stahlblöcke gehen auch nicht mehr. Alles, was nur reines Eisen ist, geht nicht mehr rein, ne? Ja, genau. Eisen oder Stahlplatten, das geht halt nicht mehr rein, weil das ist voll. Okay. Dann gehen wir hier auf den Maluga Salvage und also die armierten Blöcke nehmen wir nicht mehr mit. Betonblöcke nicht und Stahl nicht. So. Ja, da ist doch Deko-Konsolen, Antennen, Gehwege. 55 Betten. Oh ja, okay. Kannst eine Weile schlafen, ja? Gefechtsstahlblöcke könnten interessant sein. Okay, jetzt. Gerüstblöcke, Gerätschaften Deko. Diese Dinge hier, das hier. Diese technischen Blöcke, Container, Lagererweiterung, Solarzellen vielleicht, LCD-Displays und Generatoren. Hallo? Ich hab gepinkt. Alles gut. Okay, das hat wehgetan. Wieso? Ich hab da nur gepinkt. Ja, es hat mich halt gerade rausgerissen und durch die Gegend geschleudert. Okay. So. Jetzt, aber gut. Das geht nicht mehr rein. Das geht auch nicht mehr rein. Die gehen auch nicht rein. Ich glaube, wenn ich mich recht. Ich habe gerade Sprengladungen mit reingestopft. Okay. Das geht auch, ja. Ja, das geht auch. Ja, ja. Ich habe geklickt und habe gedacht, oh ja, oh, das waren die Dings. Ja. Wir brauchen, wie gesagt, noch 5000 Kohlenstoff. Wir brauchen noch 9000 Satium, wir brauchen noch 7000 Siliziumbarren. Das heißt, jetzt fängt die große Herstellerei an. Ja, stopp immer. Ich baue mal unser Fernradar irgendwo hier in Hangar oder so. Mhm. Also die Sachen kann ich noch mitnehmen. Leitern kann ich noch mitnehmen. Benutzen können. Okay, die Frachtboxen können wir hier reinpacken. Mhm. Hatten wir das schon? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, probieren wir die noch aus. So. Also wir werden vermutlich noch ein POI brauchen, ne? Sehe ich tatsächlich gerade nicht so passieren, weil ich glaube... Ich muss mal bei dir drauf gucken, auf dem Handy ist das halt alles klein. Ich sehe deinen Screen nur auf dem Handy. Ja. Das ist sehr, sehr winzig. Also es ist tatsächlich jetzt noch 4000 Kohlenstoffsubstrat,
Also Kohlenstoffsubstrat können wir herstellen, das ist kein genau. Problem. Satium weiß ich nicht, ob wir da ungefähr, was sind das, so knapp 10.000 oder sowas? Ja. Das ist schon ein bisschen teuer. Haben wir diese Gefechtsstahlblöcke noch? Wir haben noch Gefechtsstahlblöcke, ja. Dann gib die mal bitte rein. Okay. Weil das ist Satium. Okay. Also nicht warte mal. Gehärtete ist Titan und Gefecht ist Satium, genau. Nee, die Gefecht haben wir tatsächlich schon reingemacht. Ja. Du kannst unten an dem Pfeil mal sortieren. In der Mitte unten. Okay. Geh mal runter mit der Maus. Ja, nicht so schnell. Nicht so schnell. Ja, ich muss auch immer dran denken, dass die übertragen bei Twitch noch eine Weile. So. Wir haben hier Betonblöcke, hier haben wir Stahlblöcke, hier haben wir. Einen haben wir noch, okay. Einen Dings haben wir hier noch. Und ansonsten noch armierte Betonblöcke und ja. Dann können wir da mal irgendwann eine Basis bauen. Genau. Okay, dann hauen wir die noch rein. Nee, die fügen nichts mehr hinzu. Nee, was? Das sind gehärtete Stahlblöcke, das, was du wolltest. Nee, Gefechtsstahlblöcke wollte ich. Ach so, okay, entschuldige. Gefecht bringt Satium. Okay. Konstruktor Dekon. Da haben wir nichts mehr drin. Nee, das habe ich alles schon rausgezogen. Ja, gut, dann ist das so. Dann müssen wir halt irgendwo Satium hier kriegen, ne? Ja, ich war eigentlich gerade am Gucken bei meinem Input. So. Zarkosium, Errestum, Kupfer, Neodymium, Silizium. Oh, Silizium können wir, glaube ich, voll machen. Kobalt, Eisen. Also mit Silizium würde ich abwarten. Lass das lieber drin. Ja, weil wenn wir nur irgendwo ein POI machen und den abbauen, dann kriegen wir da Material, wo noch Silizium drin ist. Damit wir den Rohstoff behalten. Das ist ein Rohstoff, den du relativ einfach kriegst. Eher so Sachen, was du mal gucken kannst, was haben wir noch an Satium? Da oben rechts sehe ich, glaube ich, noch ein Satium, dieses leicht golden Schimmer. Ja, genau. Wir haben noch 4 Satiumerzen und ich habe schon umgewandelt in 2730 Satiumbarren. Also auch nicht die Welt, ne? Auch nicht die Welt, genau. Dazu müssten wir vielleicht, wenn wir finden, Xerax-POIs kaputt machen. Tja, oder wir gehen einfach mal was abbauen. So wie man das halt als zivilisierter Mensch so tut. Wir sind doch nicht zivilisiert. Wir sind hier, um POIs zu raiden. Deine Leute wollen Action. Dekon, kommt das rein? Blöde Frage, sitzt du? Ja. Achso, nein. Ja, natürlich sitze ich. Ich bin ja am Streamen. Nein, ob du im Schiff sitzt. Ja, ja, ich komme. Deine Figur sitzt, weil dann würde ich nämlich einfach mal ein Stückchen fortfliegen. Ach so, warte. So. Hier mal bitte zu. Alles ist hier offen. Es ist echt. Ja, da musst du Signale einbauen, die das zumachen automatisch. So. Kann man alles machen. Und, ach, das ist die Antenne, die war. Hab ich die da hingebaut? Nee, die hab ich hingebaut. Warum hast du die nicht aufs Schiff gebaut? Das ist der Fernradar. Ich hab die einfach mal dahin geplackt. So. Lass sie bitte dort erstmal. Hatte ich sowas nicht zwischendrin mal sogar gebaut? Naja, egal. Du hattest das vor 2-3 Folgen, hattest du das Ding mal gebaut. Mhm. Wir haben es aber nicht installiert. Deswegen habe ich das installiert, damit ich ein bisschen weiteren Radar habe. Okay. So, Junge, du kannst. Jo, gerne. Willst du auf mich schalten? So. Ja, das machen wir. So. Das dürfte dir auch gut Erfahrung gegeben haben. Ja. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie weit ich jetzt bin. Kann ich mal gucken. Ich bin schon Level 23. Also ich bin fast kurz vor Max-Level. So, dann gucken wir mal. Rote POIs sind Xerax-POIs. Da ist noch ein Abandoned Depot. Also wenn du noch Ding brauchst, kannst du das platt machen. Was brauche? Xenosubstrat. Achso, nee, Xenosubstrat sind wir gerade durch und haben genügend, um 2 zu bauen. Gut. Was die Ruins sind, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Okay. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich kriegst du da Alien-Container oder so. Guck mal, da ist so ein Advanced Outpost, so wie wir das letzte Mal ein Todeskarussell gemacht haben. Mhm.
Schilder sind an. Legen wir mal ein bisschen näher ran, das dauert ein klein bisschen. Ja, wenn das so weitergeht, bin ich bald durch, ja. Mhm. Epsilon Resistor. Okay. Da drüben sind ein Advanced Fortress und ein Advanced Outpost. Der Outpost hat Schild. Das ist eine schlechte Idee. Also kann man auch machen, muss man halt dann anders machen. Und wir haben übrigens auf dem Schiff bereits die große Antenne drauf. Die rotiert da nämlich schön. Ich habe die da nämlich schon mal gesetzt. Ja, das ist ein Deko. Das ist eine Deko. Dann habe ich wohl aus Versehen eine Deko gebaut. Ja. Da ist noch ein Advanced Fortress. Auch mit Schild. Mhm, also ganz viel Todesrondell, okay. Das dürfte auch wahrscheinlich gleich feuern. Okay. Geben wir mal ein bisschen Gas. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich gleich ein paar Schüsse ab. Drohnen starten. Gucken wir mal, was wir noch haben. Also wenn wir halt eins mit Schild platt machen, müssen wir uns halt irgendwas mitnehmen, was das Schild platt macht, ne? Ja, haben wir noch nichts. Also, da müssen wir unsere Geschütze aufbauen. Nein, haben wir das schon mal gemacht. Okay. Du gehst einfach her, du nimmst ein Hovercraft, baust ein kleines Miniatur-Hovercraft, das Ding muss nicht mal fliegen. Generator, Munitionskammer. Darüber haben wir gesprochen, das haben wir noch nie gemacht. Echt nicht? Nein, das haben wir noch nicht gemacht. Dann lass mich mal kurz in meine Fabrik schauen, ob ich vielleicht so ein Ding in der Fabrik drin habe. Nee, habe ich nicht. Weil ich weiß definitiv, ja, hier Hoverlaser. Den könnte ich jetzt in der Fabrik hinzufügen, das Material reintun. Ich glaube, ich habe hier sogar schon genug Material. Und dann hätten nicht ganz. Und dann haben wir so einen kleinen Hoverlaser, dann fliegst du relativ nah an den gegnerischen Outpost ran, platzierst den Hoverlaser, bitte nicht Treibstoff und Laserzellen vergessen, und dann schießt der das Schild runter. Das ist eine Variante. Okay. Das ist eine Variante. Aber da ist übrigens mal, Prometheum, das, was wir auch brauchen. Ja, sehr klein. Super. Viel Spaß dabei. Gibt Spaß beim Abbauen. Da warten wir lieber, bis wir oben einen Prometheum-Asteroiden finden. Das ist einfacher. Ich meine, im Notfall kannst du mal solche Dinge auf dem Planeten machen, aber sehr klein lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. Mittel vielleicht. Naja, doch, wenn du anfängst mit der Technologie, die Dinge brauchen, aber ja. Guck mal, da hinten ist ein Unknown-Artefakt. Okay, dann gehen wir doch zu dem Unknown-Artefakt. Das ist ganz easy platt zu machen. Oh, ich hab Level 25. Durch das ganze Scannen. Ja, und damit bist du auch durch. Das heißt, auch für dich gibt es jetzt nur noch Erfahrung durch Missionen. Genau. Missionen und durch Undelivered Cargo und... Aber du kriegst immer noch XP, sehe ich gerade, wenn du scannst. Ja, bis die 25 ganz voll ist. Ach so. Hatten wir das Ding hier platt gemacht? Weil das weiß ist. Was ist daran weiß? Ja, es ist weiß. Das Schiff. Das war doch vorher lila. Ja, richtig, genau. Hatten wir das schon mal platt gemacht? Ich glaube nicht. Wir sind noch nicht so lange auf dem Planeten. Dann wundert mich das, warum das weiß ist. Ja, dann lande doch mal und dann gucken wir uns das an. Weil eigentlich sind diese Unknown Artifacts sehr easy zu holender Loot. Ja. Ich lass die Triebwerke mal an, damit wir nicht umkippen. Okay, ich schalte wieder auf mich. Da kommen wir nicht gescheit raus. Gehen wir mal in den Hangar hinter.
scheint aber intakt. Warum ist das weiß? Keine Ahnung. Kannst du aber nicht abbauen, das heißt, der Kern ist trotzdem noch drin. Es läuft bloß nicht. Haben wir ein Geschütz, was in die Nähe kommt? Bestimmt. Oder hast du an den dem SV, hast du da irgendwie Maschinenkanonen dran oder sowas? Das sind, glaube ich, Dings dran. Nee, sind nicht. Ach, die Geschütze habe ich abgebaut vorhin. Die Geschütze müssten irgendwo, ich glaube, im Container-Output sein und dann kannst du die wieder draufsetzen. Ist das das Einzige, was wir haben? Okay. Ich verstehe nicht, wie man da reinkommt. Ja, das ist ja der Witz. Du musst das Ding auseinanderschießen. Okay. Ja, dann setz doch die kleinen Geschütze wieder aufs Dings drauf. Aufs, Bin doch gerade dabei, alles gut. Bauen wir noch ein zweites. Hat das Ding einen Ammo-Container? Ja. Das ist eine Damaged UCH-Dart. Ja, ja, genau, die habe ich ausgebaut. Exakt. Und die habe ich auch nie umbenannt, damit ich mich immer daran erinnere, wo ich herkomme. Geil. Ja, siehst du das nicht hier vorne an der Nase? Ach Gott, ist das geil. Ja, das Ding habe ich nach und nach immer weiter halt ausgebaut. Zu den Dingen, die ich halt gebraucht habe. Deswegen, das war auch das erste Schiff, mit dem ich ins All geflogen bin. Und du hast doch da Raketenwerfer dran, warum? Nein, das sind Bohrer. Ach, das sind die Bohrer. Das sind die Bohrer, genau. Damit habe ich im Weltall nämlich die ersten Abbauaktionen gemacht. Gut. Okay. Oh mein Gott, jetzt muss ich das Ding wieder umbauen. Jetzt muss ich das wieder umbauen, damit das gut aussieht. Okay, wir schalten auf den Rainer. Und ich mache ihn mal hier hinten mal auf, damit er hier hinten rausfliegen kann. So, hinten ist offen. Normalerweise gehen die Tore von selbst auf, wenn du da ranfliegst. So, mal das Ding mal laden. Ich habe jetzt auswendig nicht im Kopf, wo es hier genau reinging. Aber ich glaube, das Ding war oben, ne? Ja. Na, egal. Und ballern halt einfach mal uns durch. Kann ein bisschen dauern. Ich hätte vielleicht vier dran bauen sollen. Du könntest die Standardgeschütze abschalten, dann sparst du ein bisschen Munition. Also die KI-Geschütze. Feuern die? Ja, ja, natürlich feuern die. Die Frage ist, wo drauf? Auf die feindliche Struktur. So, jetzt ja. Nicht mehr, jetzt sind sie ausgeschaltet. Doch, jetzt, sie feuern immer noch. Ja, ach, da drin ist ein Gegner. Gegner oder Generator? Ja. So. So, machen wir mal noch ein Screenshotchen davon. Okay. Ich glaube, der Kern war weiter oben, ich bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir mal. Du hattest ja genug Munition gebaut. Mal reingucken. Sieht man was? Ja, lass mich. Nee, kann man durchgucken. Kann man durchgucken. Sarah, der Kern ist, glaube ich, weiter oben. Ja, da ist er. Ich hab ihn. Okay. Gut. Bang. Gehört. Gehört uns. Und auch hier. Wir können theoretisch, wenn du willst, das Ding mit dem Skript abbauen. Na, das ist ja nur so ein Mini-Teil. Macht ja nichts. Ist free. Ist da irgendwas drin? Da könnte nämlich verschiedene Stahlsachen drin sein. Ja, ja, schon, aber ich sehe hier halt tatsächlich kein. Oh, ich bin verstrahlt. Oh, gut, gehe ich halt duschen.
Ah, hallo. Hast du einen auf die Arme bekommen, oder was? Nö. Es stand gerade ein Infizierter direkt unter dem Schiff und hat die ganze Zeit gerufen, nimm uns mit. Ah, so, genau. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich habe irgendwo meine... So. Meine Waffe weggetan. Sven geht mal kurz duschen. So. Ich hatte irgendwo eine Kampfflinte. Warte mal. Wo ist die hin? Nicht Schrotflinte, Kampfflinte. Oh, hast du die weggemacht? Dann war das vielleicht eine Elite-Sturm-Schrotflinte. Kann das sein? Das war eine Kampfflinte. Okay, davon müssten genügend da sein. Nee, es sind Schrotflinten da. Antistrahlensalbe. Aber es sind keine Kampfflinten. Wo ist meine Kampfflinte hin? Ansonsten bau dir doch eine. Wir haben Schrotgewehr-Upgrade-Sätze. Okay. Ja? Oder haben wir die irgendwo hingelegt? Ist die ins Dekon reingerutscht? Nee. Und, In die Salvage-Kiste reingerutscht? Ich muss hier hin und hier die... Strahlungssalbe, Dankeschön. Nochmal duschen. Wenn ich eh schon da bin, nochmal kurz. Ihr habt's gehört. Gott sei Dank musstet ihr es gerade nicht sehen. Space Toilet. Also vermutlich wissen die Leute, die uns zugucken, wo meine Kampfflinte ist. Das glaube ich nicht, Tim. Weil irgendwo muss ich die mal weggehauen haben. So. Ja. Wie gesagt, war das eine rote? Nein, keine rote. Okay. Oder ich orange? Kampfflinte ist T2. Okay. Ja. Gut. Wenn ich mich jetzt nicht irre, ist da oben immer irgendwo ein Container drin. Genau. Zack. Ah, okay. Was ist gut, du hast schon. Drin? Ah, schön. Okay. Ein bisschen Satium. Ja. Und dann gehen wir her und bauen das Ding einfach ab. Da brauche ich jetzt auch kein Skript dazu. Ich mache einfach unten alles weg und gut ist. Ich dachte mir, dann helfe ich schon mal schnell. Ja, das ist ja prima. Mhm. Ja, diese Unknown Artifacts und Unknown... Diese anderen Dinge, die sind eigentlich sehr günstige Teile, die jetzt nicht so sehr das Material, sondern vor allem halt auch die meistens 1-2 Alien Container drin haben, wo du manchmal ganz, ganz nette Sachen abgreifen kannst. Okay. Ja. So, lass es mal wieder reingehen. Input. Wir haben hier eine sehr hohe Strahlenbelastung? Ja. Ui, 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 ui. Wo bin ich jetzt gelandet? Im Wasser? Erstmal warten, bis der Jetpack wieder da ist. Mhm. So. So, auf welcher Seite kommt er denn? Hier anscheinend nicht. Dann mache ich hier schon mal wieder zu. Will ja nicht, dass die Strahlung reinkommt. Das ist sehr witzig. Es ist einfach dunkel. Ja. Mag das nicht, wenn das dunkel ist. Wie komme ich denn jetzt ins Schiff rein? Du kommst... Warte. Hier auf der Seite, wo die Tür ist. Ich bin gerade eben oben auf dem Schiff. Ja, dann... Alles gut. Okay. Ich glaube, du bist auf der falschen Seite. Bist auf die andere Seite. Genau, dann lässt du dich einfach auf die Dings fallen. Die suche ich gerade, wo ist die denn? Ah, da drüben. Genau. Okay. Oh, und ich muss schon wieder duschen. Ich habe schon wieder nur zwei Rad. So, Tür zu. Ja, ich habe auch 06. Wo ist denn die Dusche? Obergeschoss. Hier. Na komm. Na los, lass uns zu zweit duschen gehen. So. Na, denk dran, na, wie bei der Bundeswehr. Aber jeder in seine, ne? Genau, ja? Genau. Und denk dran, na, wie bei der Bundeswehr, es wird nicht auf den Lörres des anderen geguckt. So. Ja, und Vorsicht, wenn ein Stück Seife hinfällt. Ja, genau. So, jetzt.
Da so, muss man mal ich sitze Zeug... wieder. Ja, ich muss erst noch das Zeug einsortieren. Es ist aber ein bisschen Zatium drin, ein bisschen anderes Zeug drin. Ist ja wunderbar. Ja. Das und ja Leute, wir sind schon wieder in der... Wir überziehen schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir auf der Suche nach Satium und den ganzen restlichen Dingen sind und hoffen, ihr schaltet auch dann wieder ein. Für die Neuen auf Twitch sage ich, es kommt ein kleiner Abspann, aber wir sind gleich wieder da. Man ist sprachlos. Tschüss. Genau. Ciao.